Ja, Gemeinderade. It's all about humanity. Guck dir das mal an, Daniel. Sehr genial. Genial, Alter. Das muss ja Geil, alles ne? für dich. Das muss ja alles mal ordentlich verdichtet werden. Ich stehe hier im Wheelie. Bruder, ich muss los. Ganz schnell. Okay, so. Ich verteile das gleich mit dem Lader. Alles Jo, ich habe gut. den Anhänger jetzt abgekoppelt, ne? Wie krieg ich den jetzt wieder raus, wenn ich hier von einer Seite irgendwie ankoppel oder so? Kann ich ihn noch rüberschieben von hinten so ein bisschen? Kidman! Wie geht das? Das ist schwer, du. Machen sie es auch so zu Deppen. Das ist unglaublich. Also ich zumindest. Vielleicht. Nichts, alles gut. Sonne umgekippt. Stell dir mal vor, ich würde so COD spielen. Erbsen im Topf? Jetzt wird's aber. Ja, Epa halt, ne? Ja. Jetzt haben die Mädels einen Epa und freuen sich Kekse. Ich will auch einen Epa. Ja. Epa ist ganz cool. Also es sind Ja. echt gute Sachen drin. Ja. Die wollten Freitag, hatten gefragt, ob sie Freitag auf einen kleinen Drink, also das kann auch antialkoholisch sein. Wo wolltest du hin? Engelchen. Ja. Wieder Kann zurück. auch alkoholfrei sein. Ja, Aber klar. ich vermute, Möhrchen würde natürlich das, wie es Alles. so schön heißt, na, investiere in Alkohol, mehr Prozente kriegst du nirgends. Wäre ihm lieber. Lieber 2% als gar keine inneren Werte. Boah, die Hartkekse, ich hasse. Wir haben Oh, Hartkekse da. ja, die will ich haben. Die will er haben. Ich stehe ja voll drauf. Kriegst du. Geil, ich stehe da Hammer drauf. Du kannst auch Brot aus der Dose dazu haben. Pumpernickel kann sie behalten. Ja, und Chili-Pfeffer. Oh yeah. Brotaufstrich, Chili-Pfeffer. Ich bin bei 94% Möhrchen. Der Anhänger steckt doch fest, hast du mich zugehört? Ja doch, aber ich denke mal, das hast du doch schon lange. Ja, bin dabei. Bisschen da irgendwie da raus, meine Freunde. Der stand halt auf mit der Deichsel auf dem Berg. Also mit anderen Worten, Daniel 100%. Stopp. Also mit anderen Worten, ich kann jetzt nicht durchfahren. Korrekt. Ich versuche ihn jetzt anzukoppeln. Sonst müsstest du mich gleich mal heben. Oh, ich hab ihn an, ich hab ihn an. Jo, jo, komm, komm, geh los. Vielleicht sollte man da kurz mal vorher drüber planieren. Bisschen zwangsverdichten den Krams. Halli, wie sieht das aus? Darf ich auf den Drink vorbeikommen mit Nadine? Ich vermute mal ja, aber jetzt unterhält sie sich gerade wieder mit Julia. Oh. Oh Gott, Alter, was ein Haufen. Ja.
Das war ja nicht mit Absicht. Ich bin gefahren und dann auf einmal hing der Hänger in der Luft. Warum? Wir wollen jedenfalls am Freitag mal auf dem Drink vorbei, ne? Jo. Nach der Arbeit oder was? Oh, du, ich würde gerne erstmal nach der Arbeit wahrscheinlich erstmal duschen, oder? Duschen. Ja, wir können auch mit Arbeitsklamotten nachher. Also mich juckt das nicht. Ich habe morgen meine kurze Hose an, ne? Wo steht ein Engelchen rum? Da. Ja, was wir möchten, also. Was möchtest du? Also, Drink! Ich meine, da steht Cola, da steht Jackie. What the fuck, was will ich mehr? Wobei, ich kann nur einen Drink nehmen. Bis gar keinen. Weil wenn ich einen trinke, dann lässt man mich ja wieder nicht Auto fahren. Ich fahre dann auch. Freitag, ja, Freitag, genau. Ja, Freitag. Mein Schmöker macht das so gut, der Junge, ne? Machst du da? Treff nichts, was machst du da? Schaufelst du das jetzt um? Ja. Sonst wird das nichts mehr. Kannst du nicht mehr. Hä, wieso hat Bayern eine rote Karte gekriegt? Wann hab ich das denn wieder verpasst hier? Weil du Kartoffeln geerntet hast. Alter, krieg ich Anwandlung! Ich muss nicht wieder stehen bleiben, krieg ich das schon. Hab ich, Alter! Was davon so Davis? Weiter. Langsam aber. Langsam kleiner, kleiner widerlicher. Fahr du weiter piep, um die piep, Ecke. Piep, piep, fahr du weiter um die Ecke. Da ist aber auch ein Mega-Hannes, ne? So, und jetzt geht's ganz normal weiter. Ne, so haben das Marco und ich gerade auch gemacht und das funktioniert deutlich besser. Du bist trotzdem Mega-Hannes. Nein, das ist, ich hab dir nur Bescheid gesagt. Meckern würde sich bei mir ganz anders anhören. Das wird doch nur einmal machen. Ruf deine Frau an, so sie dich verhauen. Wenn ich die Nummer hättest. Bist du dir sicher, dass ich sie nicht habe? Ja. Okay. Ich kann sie anschreiben über Facebook. Reagiert noch nicht drauf. Kann ich lesen. Ja, dann eben hier deine Schwägerin. Nee, will ich nicht. Meine Güte, das ist wie früher beim Bund, du Scheiße von A nach B schaufeln, ne? Zieh nicht so über den Bund her. Tu ich doch gar nicht. Ja, ja, Freitag. Ich weiß nicht, ob ich das schon gesagt habe, aber ja, Freitag. Trefflings, hast du das Video schon geguckt? Oh, warum nicht? Keine Zeit bisher. Was machst du denn die ganze Zeit? Du hast es doch jetzt gerade eben auch als Release, Alter. Oder, was heißt Release? Ich brauch gar nichts besorgen. Hä, besorgen, hä? Wie wird? Also, ihr Kohle habt ihr noch da, oder nicht? Jo. Guck. Sprite auch noch, also. Jo. Und Schnabbis steht da ja noch, reichlich. Daniel. Mein Fehler, Entschuldigung. Alles gut. Jetzt kannst du wieder gerade weiter. Ja, genau, danke. Und geht direkt weiter. Super. Das läuft ja fast wie ein Uhrwerk. Jo, wie kein Schweizer. Das ist eher das 0815 China Uhrwerk, nee, aber es läuft. Ja, nee, ich wollte eher Polnisches sagen. Okay, das ist aber geklautes denn. Und nein, das sollte keine rassistische Äußerung sein. Aber jede Minderheit hat ein Recht auf Diskriminierung.
Oh Mann, zieht sich das Spiel. Boah, leider nicht voll genug. Nee, 81%. Und Essen weiß ich nicht. Ich bin auch stabil zufrieden mit der Tiefkühlpizza. Steck nochmal Salami, du. Ich nehm Kartoffelbrot, also von daher. Will ich auch nehmen. Ja. Wird für dich ausreichen. Ja, müssen wir wahrscheinlich aber wieder rechtzeitig los, weil der Gastgeber wieder zocken will. Ja, das auf jeden Fall, ja. Ja, das war wieder klar. Werden wir wieder rausgeschmissen. Ja, der kommt ja Samstag dann zu mir, habe ich gehört. Jo. Vielleicht kannst du dich ja mal in dem Laden umschauen. Okay. Können wir mal gerne machen. Marc, dann kommst du rum. Mal terminieren wir uns ein bisschen und dann kannst du dich ja mal im Laden umschauen. 97%. Was dir so gefällt. Sag mal. Ja. 100. Stopp, Daniel. Ach, bist du jetzt voll? Scheiße. Meine Fresse, können sich 5 Minuten in die Länge ziehen hier. Marc will daddeln. Ja, Marc schmeißt uns ein Safe wieder raus wie in einen Sonntag. Jo, ich kann nicht mehr fahren. Ja, das hatte ich auch gerade. Das muss erstmal verdichtet werden, also wir müssen jetzt erstmal. Ich muss jetzt erstmal mit dem großen Schlepper überweg. Vorher wird das nichts mehr. Ich sprinte gleich auch. Ich verstehe nur Bahnhof. Mach nichts. Oh. Bahnhof. Achso, ja, genau. Bahnhof habe ich gar nicht gesehen. Ich verstehe nur noch Bahnhof. Ja, ich auch. Ganz Dach. Fahr mal von der anderen Seite rein, wenn du gleich da bist. Hey, ich bin schon da. Siehst du mich? Ja, dann fahr mal rum und fahr von der anderen Seite rein. Vielleicht geht das besser. Ich bin ein bisschen zu früh hier vorne angefangen abzukippen. Das ist vielleicht der Ding schon zu steil. Geht besser dann, ne? Ja, wo? Möglich? Guten Abend. Hallo Nachtara. Moin erst. Hey. Moin Nachtara. Heute sind wir in Vollbesetzung da. Mehr, fast Vollbesetzung. Ja, ich wollte gerade sagen. Meiner fehlt. Ja, Sabrina fehlt noch, ne? Oh, jo. Ah ja, das war ja was. Ja. Ich dachte, ich krieg die Kurve im Ganzen. Hast du jetzt meinen genommen denn, oder was? Yes, ja, klar. Ja, nö, ich mach den leeren, den wollte ich nochmal gucken, ob da vielleicht noch ein paar Krümel rausfallen. Ja, sag mal. Spacken, Alter. Was denn? Du fragst hier. Ich stand einfach zweimal mit meinem durch, so. Vielleicht fällt da noch ein Maiskorn raus. Oder nichts verschwinden. Weißt du? La 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 la. Wir sind noch 41% drin.
Ja, muss langsamer fahren. Ich hab Abkippseite Kornschieber. Hm. Siehst so aus, als ob du ein bisschen festhängst, ne? Macht nix. Macht nix, genau. Macht nix. Ja, er kümmt! Er kümmt! Ich bumse dich mal von hinten an. Bitte. Sei zärtlich und eine Vaseline mit. Nur Spucke. Aber glaub mir, du willst die Spucke. Oh, ich werd wieder pervers. Immer. Oh, nur weil du damit nicht umgehen kannst. Ist es pervers, wenn ich es geil finde? Party-Intro? Jo, Halle ist halbwegs da. So, Gas! Er kommt, schieb, ja! Den kannst du, sonst lass den stehen oder stellst ihn um, dass er auf nicht mehr auf Kornschieber macht. Da wird die Spur zu eierig. Ey, die Orgel kannst du weiterfahren, Kollege. Oder so. Dann stell ich das gleich selber um. Alter, das ist scheiße. Das Ding ist eigentlich, wollte ich jetzt einen rauchen gehen, abladen, aber. Ja, geh doch jetzt erstmal schmücken. Engel, ja gut, ich wollte Engel hier nicht da lassen. Dann muss Engelchen halt so lange warten oder geht auch mal rauf. Mein Tag war, Alter, der war viel zu lang. Und viel zu wenig Prozente. Du wiederholst dich, du hast glaube ich irgendwie einen Sprung in der Schüssel. Zu wenig Prozente halt, ne? Jo. Wieso wiederhole ich mich? Hab ich schon drauf geantwortet? Ich weiß nicht, den Satz habe ich heute schon öfters gehört. Ja gut. Ich geh nochmal rauf, vielleicht geht's dann besser. Das ist nicht Andres Ernst, der streamt jetzt nicht auch Farming Simulator. Wer? Iceman. Ja, hau raus, Sarah. So, wie viele Minuten Nachspielzeit? Zeig ich an die Rübe. Der soll jetzt endlich mal die scheiß Tafel da hochhalten und mir sagen, wie viel scheiß Nachspielzeit das ist. Meine Güte. Kriege hier gleich Anwandlung. Und keine schöne. Autsch. Sind wir total versagender wieder, oder wird? Hallo Schiri, wenn keine Nachspielzeit, dann abpfeifen. Junge, muss ich dir auch noch deinen Job erklären irgendwann, ne? Minute Nachspielzeit, nun hör mal auf da! Nun, Schiri! Die Stream Beans, die sind momentan nicht aktiv, denn das Overlay, das nehme ich jetzt die Tage noch raus wieder. Das muss erst über Stream Beans aktiviert werden. Ich habe es halt reingeschmissen, weil es von OBS vorgeschlagen wurde. Ja, habe allerdings den Fehler gemacht, mich nicht groß weiter damit zu beschäftigen und mir das groß anzugucken. Jo, aber kommt raus und dann macht ihr nichts draus, die Fragen kamen auch da schon. Oh, ich dreh vom Teller, Kinders. So, ich komm zu dir, Daniel. Hä? Ich bin auf dem Weg zu dir. Ja, oh, keine Hektik. Bist du schon eingepennt auf dem Trecker oder was? Hä, wer? Na hier, der rafft nix. Nee, ja, wenig nicht. Ecke. 4 Minuten Nachspielzeit, sag mal, was brennt denn ihm die Luke weg hier? Bin da.
So, moin. Moin. Macht nix, alte Käsekrokette. Ringel die Natter. Oh. Alter. Eine Minute noch. Nee, das macht jemand anderes für mich. Eine Minute noch. Die längste Echt? Minute von der Dienstleben. Ja. Ich seh dir das, Alter. Ich hab so schweißige Hände, da glaubt mir kein. Ja, ja, Justin kriegt das nur nie mit. Ach so, ich. Selbst schlafst du dich doch. Ja, das ist schon scheiße, wenn man mit offenem Mund schläft. genau. Pui, pui, pui. Oh Mann, zu viele Haare im Mund. Dass ich morgens immer aufwache und zu viele Haare im Mund habe. Was ist denn da los? Oh Mann. Schiri. Pfeifen. Guck so. Pfeif ab. Kollege ab. Pfeif. Oh, gibt der noch eine Ecke? Ich werd affig. Kollege. Pfeifst du ab? In COD gegen Daniel gespielt? Hä? Was? Ja. Die eine Runde war das. Da waren Nachtara und Sabrina unterwegs. Ja! Und dann, ja! Und dann, ja, herzlichen Glückwunsch. Bayern ist deutscher Meister. Das ist genau, und darauf gibt's jetzt erstmal eine Zigarette. Na, bummst du mich wieder? Weil wenn du bist angehalten. Ja, aber nur weil du mich die ganze Zeit vorgebumst hast, du alter Bumser. GG, yeah. Denn sehnlichstes Bayern-Fan. Ja, aber ich glaube nicht, ne? Wie da irgendjemand von der Fan sein kann. Von der Bayern. Wer ist jetzt nur der erste FC Köln oder sowas? Da könnt ihr auch verstehen, wa? Boah, mal. Köln ist absoluter Hassgegner von Adler Mannheim. Also langsam aber sicher, ne? Wer ist denn Adler Mannheim? Eishockey-Mannschaft aus Mannheim. Kölner Haie. Hassgegner, oder? Ich meine ja auch die Fußballaffen da, die Ziegen. Okay. Schalke, ach, du kriegst ja die Tür nicht zu. Alles klar. Du weißt schon, dass ich hier Mod bin, ne? Wie heißt das so schön? Da muss ich los, Alter. Ich könnte auch gucken, mal wieder eine Runde COD drehen. Übermorgen, oder? Ja, ich auch nicht. E-Sport, ja. Kommt auch auf dem E-Sport in meinen Augen drüber. Ich sehe FIFA nicht als E-Sport zum Beispiel. Apex auch nicht so. Oh ey, schneid mich nicht, aber bist du wahnsinnig? Muss ich mit 50 km/h ausweichen, Alter. Daniel ist wieder hochkonzentriert. Daniel ist hochkonzentriert. Wenn er mäht, dann ist er eine Maschine, dann... Der Gerät geht nicht kaputt. Ein richtiger Rasenmäher, du. Ja. Wie ein halber Transformator. Ich hätte fast gesagt, der Gerät schläft nie, aber das stimmt nicht, weil Daniel ist immer so still beim Mähen. Man denkt, er schläft. Ja, ich gucke halt viel CSGO, also quasi Turniere, Majors. Da bin ich immer ziemlich gut dabei. Natürlich. Köln, dann habe ich Stress mit dem einen. Oh, nicht mit JT anlegen. Macht nichts und trefft nichts, machen sich hier an. Ja. Das Ding ist, wir sind, ich glaube, auf 2 Jahre Differenz ziemlich zeitgleich in seinem Leben. Ich halt nur 3. Du halt 5. Richtig? Ich weiß jetzt nicht, wovon du redest. Wie lange ist Sabrina in deinem Leben? 5. Sag ich doch, nicht 3. Hm, stimmt. Sind das schon 3 Jahre mit uns? Mhm. Februar. Was? Beziehungsweise ist es ja
war ja zu deiner Anfangszeit bei Seller, da habe ich ja noch nicht da gearbeitet, aber habe Andrea ja auf Arbeit besucht, weil ich auf dem Gelände gearbeitet habe. Ja, das stimmt. Da haben wir schon kennengelernt, sag ich mal. So, ja. Der Leiharbeiter, der sich im Büro Kaffee holt, Alter. Mag der mich Kaffee? Klar, wenn die Tasse abwischt. Und alle, warum kriegst du ins Büro dafür? Sagt ja keiner was? Ich frag ja auch lieb. Ja, warum soll man da den Kaffee nicht kriegen? Das ist doch dieselbe Brühe gewesen. Ja, im Endeffekt war ja immer nur das. Das Stream ist nur als Warnung ab 18, weil wir nicht immer darauf achten wollen, was gesagt wird. Genau, ich will auch mal Arschloch sagen können, ohne dafür einen auf den Sack zu kriegen. Ja, auf den Dachs kriegst du nichts. Ja, auch nicht. Nur auf die alte Runze rübe da. So, 99% and 100%. Jo, ich kümm. Jetzt musst du Möhrchen voll spritzen, Daniel. Ich habe mal zu früh gezündet. Nein, das Ding ist, wir haben damit kein Problem, wenn hier Jüngere reinkommen. Es soll sich nur dann nicht darüber mokiert werden, dass wir eventuell mal, ich sag jetzt mal, es geht um Verbal Abuse. Genau, dass wir einfach mal so sprechen, wie wir halt sprechen wollen und nicht darauf achten. Derjenige, der hier reinkommt, trotz der Warnung, dass der Kanal ab 18 ist und der jünger ist, ja, dann ist es so, weil ich sag jetzt mal, hier nackten Arsch wirst von uns hier nicht zu sehen kriegen. Korrekt, ja. Im Endeffekt verhält sich das so wie bei den Richtlinien von Steam. Du willigst ein, wenn du einen Account erstellst, beziehungsweise Steam nutzt, dass du älter als 13 Jahre alt bist. Du musst nur auf OK drücken, das wird ja nicht nachgemessen. Das ist von Steam so, hey, bitte erst ab 13 Jahren nutzen. Wenn du es vorher machst, dann, gehst du halt damit die RGB ein. Das ist hier ähnlich der Fall. Ja, ist dann halt dein eigenes Problem, sag ich jetzt mal. Genau, oder das Problem von Twitch, da Twitch ja keine Altersverifying haben möchte. Was. Ne, richtig. Oh, yo. GZ Nadine. Jo. Mia Samia. Wollen wir morgen mal ins Büro rennen? Alter, der ist morgen nicht da. Oder der erste Satz, der kommt, wenn er mich sieht. Sei bloß still. Ich glaube, ich sag morgen zu Mia Samia. Ja, Mia Samia wird auch noch tätowiert. Muss ich anhalten? Mark, ne? Wenn du über Bayern lästern willst, ne? Solltest du es tun, wenn ich nicht im Stream bin. Ach, mich stört das nicht. Ich lässt da trotzdem drüber. Und dann auch wir noch Köln, Alter. Wir sind deutsche Hooligans. Also Köln ist... Also ich habe, wie gesagt, überhaupt keine Ahnung von Fußball. Ich weiß aber, dass Köln... Das ist der schlimmste Verein, den du nehmen konntest. Der absolute Schalke. Gimpel-Verein ist. Ja. Nee, Schalke. Safe. Unterschied zwischen Gesellen und Schalke-Fan, Alter, ein Geselle kann Meister werden. Ganz einfach. Warum höre ich mich eigentlich selber? Ich habe keine Ahnung. Wahrscheinlich wollte HSV, ja, HSV ist auch okay, aber die Lappen, die steigen ja irgendwie nicht auf, die wollen ja nicht. HSV, alte Sau, steckt so in Kakao. Ich habe nur 1-1 gespielt, die Lappen. Also ich weiß nur, Gott sei Dank ist mein Großvater gestorben, bevor HSV abgestiegen ist. Alter, das war... Ich bin ein paar Mal auf den Friedhof gegangen, um zu gucken, ob er sich nicht selber ausgegraben hat, um dem Paar auf die Fresse zu hauen. Mal ganz ehrlich. Möhrchen hat ein Video von mir gekriegt, wie das abgegangen ist im Stadion. Alter, da habe ich grad COD gespielt. Ich so, jo, Alter, in Hamburg ist eine richtig Party. Und Jascha, hä, wieso? Jascha wohnt in Pinneberg, das ist ja gleich in Mäke. Und ich so, Alter, die Fackel gerade gefühlt das Stadion ab, ich schicke das Video weiter und er, Macke, was? Ja. Nee! Doch, da hat der ja schon Pinne weggebracht. So. Das, wo ich gerade im Kopf hatte, ist der G20-Gipfel. Ja, aber die haben ja, aber die haben ja selber auf Pauli gewohnt, Alter. Aber die haben ja selber Schuld gehabt, die. Ja, das HSV, war auch. Das ist einfach so. Das war 5 Jahre lang up und down. Hamburg, ja.
genau, immer am letzten Spieltag sich gerettet. Und das war halt so, dass sie gegen Gladbach gewinnen, war klar. Letzter Heimspiel. Ja, genau. Also HSV. Ich zieh rum, Daniel, ich zieh rum, sie ist satt. Ja, war ja, über Rückweg, 73%. Wie viel? Du mir auch. 73. Ja, der Anhänger steht schon auf dem Feld. Ich bin also sofort da. Wenn es soweit ist.